So, da sind wir wieder. Ich weiß nicht genau, ob wir jetzt hier drin irgendeine Ingame-Sequenz sehen, deswegen würde ich ganz kurz mal wieder die Musik abschalten. Ja, genau. Spiel fortsetzen. Seid vorsichtig damit, es kann etwas verwirrend sein. Ja, ins Teleskop schauen. Das ist ein ziemlich heftiger Zauber, soweit ich weiß. Okay, jetzt dringen sie ein. Nun ja, es wurde gar nicht gesprochen, genau genommen. Sobrei beobachtet eure Reaktion, als er wieder aufschaut. Es war entsetzlich, all die mächtigen Gegenstände, die sie mitgenommen haben. Mich schaudert bei dem Gedanken, dass unsere Feinde solche Macht in den Händen halten. Solche Angriffe sind tödlich. Ich fürchte, die Stadt ist bald völlig unterminiert und wird für die Kreaturen des Unterreichs zur leichten Beute. Was waren das für Gegenstände, die sie gestohlen haben? Alles magisch, das die Magier der Universität erschaffen oder untersucht haben. Dort befanden sich höchstwahrscheinlich einige mächtige Artefakte, auch wenn ich noch nicht genau weiß, welche. Sollte diese Gegenstände finden, die Schule würde sie mit Kusshand nehmen. Tiefwasser hält mehr aus als das. Was könnt ihr mir über das Unterreich erzählen? Alles, was ich weiß, sind Gerüchte und Legenden. Man nimmt an, dass es eine direkte Verbindung zum Unterreich gibt, die über den Unterberg führt. Was könnt ihr mir über den Unterberg sagen? Das ist nicht gerade mein Spezialgebiet, fürchte ich. Es ist ein dunkles Gewölbe, erschaffen von einem Magier von unbestreitbarer Macht und zerstörerischem Wahnsinn. Wenn Halaster nicht mit unseren Gegnern im Bunde ist, wurde er von ihnen überwältigt. Die Vorstellung, dass ein so mächtiger Mann wie er gefallen sein könnte, ist für mich der reinste Albtraum. Sollte seine Macht tatsächlich einen Meister gefunden haben, so fürchte ich um unser aller Leben. Okay, könnt ihr mir mehr über diesen Angriff erzählen? Wir gehörten zu den ersten Zielen, die von den Drow und Durgas angegriffen wurden. Es waren ungebildete, brutale Monster. Sie haben die gesamte hohe Schule der Magie der Universität angezündet. Es war einfach schrecklich. Wisst ihr, dass sie mich fast umgebracht haben? Das hab ich schon Glück gehabt. Bla bla bla. Okay, gut, tschüss. Ja, einmal das. Ist gut. Ja, okay. Und ich bin raus erstmal. Das war immer interessant. Lass ich ganz kurz mal die Musik wieder einschalten. Auf 20%. Oh, nein. 20%. Die Musik ist zwar ganz schön, soll aber durchaus im Hintergrund bleiben. So, speichern. Gut, was ist das eigentlich für ein Podest? Eine ruhige Stimme flüstert. Psst, hey, ihr da. Gebt mir eine Goldmünze, sie scheint vom Sockel selbst zu kommen. Ich würde nicht auf ihn hören, wenn ich ihn ehren wäre. Sobrei ignorieren, eine Goldmünze auf den Sockel legen. Klar, aber gucken, was passiert, einfach aus Interesse. Die Goldmünze wird vom Sockel hochgewirbelt und trifft euch seitlich am Kopf, wo sie eine üble Beule hinterlässt. Toll. Ein Schaden magisch, witzig. Ich hatte es euch ja gesagt. Ich studiere ein wenig Staub von einer der Straßen hier in Tiefwasser, auf dem ein Fluch liegt. Und der Sockel hat einen merkwürdigen Sinn für Humor. Der Sockel hat einen Sinn für Humor? Ich habe für viele magische Experimente stets den gleichen Sockel benutzt, weshalb er irgendwie ein eigenes Bewusstsein entwickelte. Es ist äußerst primitives und nerviges Bewusstsein, aber was kann man tun? Es gehört zum Fluch. Erzählt mir von diesem Fluch. Vor vielen Jahren wurde einer der Fürsten von Tiefwasser böse und verriet die anderen Fürsten. Er tötete drei von ihnen, bevor seine wahre Gesinnung zum Vorschein kam. Zu diesem Zeitpunkt gab es einen obersten Fürsten, einen sehr mächtigen Magier. Die beiden lieferten sich ein spektakuläres Zauberduell, das sich über das ganze alte Tiefwasser erstreckte.
Letztlich gewann der gute Fürst und verfluchte den Boden, auf den der böse Fürst gefallen war. Fürst. Er sagte, dass niemand einen Stein aufstellen sollte, um den bösen Magier zu gedenken. Erzählt weiter. Jeder, der ein lebloses Objekt in den Staub legt, das größer als ein kleiner Kieselstein ist, bekommt das Objekt an seinen Kopf zurückgeschleudert. Ich experimentiere mit diesem Staub, um zu sehen, ob es sich irgendwie mit Metall mischen lässt, um eine magische Rüstung zu erschaffen. Leider verhindert der Staub, dass sich Metall mit ihm verbinden lässt und der gesamte Prozess funktioniert einfach nicht. Schade. Das liegt daran, dass ihr ein wertloser Magier seid. Eines Tages werde ich diesen Sockel los. Ich gehe besser wieder an die Arbeit. Auf Wiedersehen, Silja Bergwacht, und achtet auf den Sockel. Ihr seid gebt euch wohl, hau ab. Ich werde euch den Sockel ansprechen, nicht dich, wertloses Stück Magier. Eine ruhige Stimme, ja, er möchte eine Goldmünze haben. Ich lasse ihn in Ruhe. Verdammt, das ist unfair. Ja, so ist das wohl. Ich hau ab. Aber es ist eine lustige Idee gewesen. So, einmal gespeichert. Wo waren wir noch nicht drin? Hier ist eine Wache und eine Tür. Kann ich hier rein? Nein, ich komme da nicht ran. Okay, da sind wieder diverse Ratten und hier ist eine Schenke zum leeren Krug. Vielleicht kann ich hier noch ein paar Leute... Mist. Rekrutieren kann ich aber offenbar nicht. Auch diese Tür ist verriegelt. Okay. Ich nehme mal stark an, das war alles, was wir machen konnten in Tiefwasser. Obwohl, warte mal, waren wir hier drüben schon mal? Ja, das scheint wohl der Fall zu sein. Gut, dann lasst aber zum gähnenden Schlund zurückkehren. Das klingt vielleicht schön. Und ich befürchte, wir werden unsere Reise ins Unterreich nun beginnen. Okay, du bist dem Tode nahe, das ist mir völlig egal. Aber warte mal, vielleicht kann ich trotzdem noch die 50 Beile verkaufen, die ich oben gefunden habe. Wird zwar jetzt ein bisschen länger dauern, weil ich jetzt gleich überlastet sein werde. Unnütze Flüchtlinge, warte mal, ja. Ich will nur nach oben. Kann ich vielleicht noch ein bisschen Kasse machen, wisst ihr? So. Hallo. War das hier, die Beile? Habe ich die hingelegt? Nein, habe ich nicht. Wo habe ich die liegen lassen? Wahrscheinlich hier. Kleiner, dreckiger Beutel. Geschichte der Schöpfervölker. Heilertasche, 3000 Gold. Oh, 4 Schurkensteine. Sehr gut. Gepäcksnotiz. Das ist... brauche ich alles nicht. Fernkampfwaffenregal. Nein. Habe ich das hier liegen lassen? Das sieht genauso aus. Nein. Ja, ich bin überlastet, ich weiß. Ich habe jetzt genug Plunder mit. Ich muss irgendetwas von dem Zeug loswerden. Das werde ich nicht tun. Beziehungsweise ich werde es schon tun, aber ich werde es... warte mal, ich kann mich ja... etwas beeilen. Wow, viel, viel schneller. Ich werde es mal gerne verkaufen. Das Geld nehme ich doch gerne mit. Ich habe eben auch jede Menge Geld ausgegeben. Und starte praktisch wieder blank in die Untiefen. Ich werde ja relativ bald mit Selena, wie ich auch gerade den Kommentar las, wieder mal, relativ bald, naja, wird schon ein paar Stunden noch dauern, die Gefilden der epischen Charaktere bereisen. Mein Gott, ich hätte es, glaube ich, nicht komplizierter ausdrücken können. Ich glaube, epische Charaktere sind ab Stufe 20 oder sowas, oder Level 21. Und ich bin gespannt, wie sich ein epischer Barde spielt. Ich muss geheilt werden, das ist eigentlich nicht der Fall. Ich möchte sehen, was ihr anzubieten habt. Halt die Klappe, freundlich. Und hier ist... wow, 270 Goldmünzen, hat sich ja total gelohnt. Okay, schwächerer Gürtel des wegweisenden Lichts hätte es auch hier gegeben, aber für auch nicht weniger Geld. Stiefel der Sonnenseele plus 3. Rüstungsbonus plus 3, ach, nur für Mönch, natürlich. Laufstiefel plus 1. Ich will meinen Hast zurück. Hast ist super. Na gut, finden wir vielleicht schon irgendwie. Robe des dunklen Mondes. Ach, sowas ähnliches halt hat doch der Grimmibass letztendlich getragen. Gut. Ich bin fertig. Ich will mich gleich noch einmal regenerieren. Hab ein bisschen Angst, jetzt runterzugehen, weil ich weiß, dass es nicht gerade leicht werden wird.
Hoff aber, dass ich das irgendwie bewältigen kann. Donald! Ihr irgendwas? Ja, ich bin bereit, den Unterberg zu betreten. In Ordnung, ihr habt meine Erlaubnis, in den Brunnen zu klettern. Dort befindet sich ein Hebel, um die Wehrtüren abzusenken. Viel Glück, Selena. Schachthebel, ich habe gerade Schlachthebel gelesen. Auf in den Brunnen. Was für eine geile Konstruktion eigentlich. Wollt ihr in die dunklen Tiefen des Brunnens herabsteigen? Ja. Unterberg, Eingangsraum. Oh, was ist das denn? Fire Goblin? Ein ausgemergelter Goblin schleicht sich müde aus den Schatten. Er kommt nur sehr vorsichtig näher, jederzeit zur Flucht bereit. Ihr seid kein Feenwesen? Nein, nein, nein. Aber ihr arbeitet nicht für den Oger. Nein, nein, nein. Grovel hat euch noch nie gesehen. Würde sich erinnern. Vielleicht arbeitet ihr für niemanden. Vielleicht, ja, nein. Wovon redet ihr überhaupt? Ich diene ausschließlich mir selbst, das stimmt. Ja, das sei gut. Gut, gut, gut. Hier unten seien alles Meschugge geworden. Kämpfen und schmucken sich dauernd ab, aber ihr nicht. Nein, nein, nein. Ihr wollen reden vielleicht? Reden können Grovel gut. Kein Kampf, keine Magie, aber Informationen können Grovel geben. Jede Menge. Ihr haben Fragen? Grovel werden euch helfen. Aber nicht kämpfen, nein. Oh, Informationen sind senkt. Ja, wer seid ihr denn? Ich sei ein Grovel. Nichts Wichtiges. Nichts jetzt. Grovel waren mal Berater von König Blutzahn, aber schon vor langer, langer Zeit. Lange bevor Grovel in Unterberg kam. Wie seid ihr in den Unterberg gekommen? Wie alle anderen auch. Durch Halaster. Niemand wissen warum. Nein, nein, nein. In einer Sekunde sitzen König Blutzahn noch auf seinem Thron, in anderer Sekunde geben großen Knall und wir seien alle in Unterberg. Halaster mache immer solche Sachen. Bisschen Meschugge im Kopf, ja? Ja, ja, ja. Aber das wissen wir damals noch nicht. Das haben Grovel erst später gemerkt. Was mit dem Rest eures Stammes geschehen, könnte nämlich eine Gefahr für mich sein. Blutzahn meinen, wir sollen uns den Weg nach Hause freikämpfen. Und Stamm waren einverstanden. Waren nicht so schlau wie Grovel. Grovel wissen, dass man gar nicht kämpfen dürfen im Unterberg. Nicht gegen andere Kreaturen, nicht gegen Halaster. Aber Blutzahn wollen nicht hören. Sie haben versucht zu kämpfen. Jetzt seien nur noch Grovel übrig. Goblins im Unterberg seien nur noch Futter für die anderen. Auch Blutzahn. Ja, ja, ja. Aber Grovel leben noch. Nicht stark sein, aber schlau. Verstecken. Aufpassen. Auf Chance warten. Ja, vielleicht. Jetzt Halaster weg. Jetzt vielleicht können abhauen, ja? Halaster ist weg? Was meint ihr damit? Na eben weg. Halaster weg. Keine Ahnung wohin. Nein, nein, nein. Aber er seien weg. Ja, ja, ja. Deshalb haben die anderen Wesen Unterberg ja angefangen zu kämpfen. Halaster haben gesagt, wir sollen nett sein untereinander. Aber jetzt sei Halaster weg. Jetzt seien alle frei und murksen sich ab. Sowas Dämliches. Aber wenn kein Halaster mehr da, der uns festhalten, dann können wir auch versuchen abzuhauen, wenn wir überleben. So wie Grovel, ja? Viel mehr wissen Grovel auch nicht. Nur das Halaster weg sein und Unterberg jetzt viel gefährlicher als früher. Oh ja, ja, ja. Alle kämpfen, weil sie mächtig sein wollen, weil sie herrschen wollen, weil sie fliehen wollen. Okay, ihr spracht von Oger und Feen? Ja, Oger im Norden, Feen im Süden. Truppen von Ogermagier und Feenkönigin kämpfen um die Macht. Beide wollen Halaster beerben, jetzt wo Halaster weg sein. Okay, was wisst ihr über den Unterberg? Unterberg verändern sich dauernd. Halaster lassen die Sachen nie lange so, wie sie waren. Mauern verschieben, Türen versetzen. Neue Monster rein, alte Monster raus. Meschugge, völlig Meschugge. Aber Grovel waren vorsichtig. Achten auf Fallen, seien nett zu den anderen, gehen denen aus dem Weg, bleiben klein und verstecken sich immer. Waren gar nicht so schlimm damals. Aber jetzt Halaster seien weg. Jetzt seien alles schlimm. Ganz, ganz schlimm. Okay. Dann, ja. Dann werden wir uns wahrscheinlich im Kreis drehen. Okay. Genug gestammelt. Ich bin nicht die Stimme von dieses Goblin-Gefasel. Nein, ich sage, ich werde jetzt einfach gehen. Moment, Moment, Moment. Grovel wollen raus aus Gewölbe. Zu viele Kämpfe, zu viele Tote. Ihr könnt helfen, ja, vielleicht ja. Ihr könnt Grovel helfen zu fliehen. Ich könnte Donan bitten, euch den Bodenschacht hochzuziehen. Vergesst es, ihr bleibt hübsch hier unten und werdet hier verrotten. Der Tod ist der einzige Ausweg von hier. Und da bin ich gerne behilflich. Erstmal kriegen. Kriegen wir vielleicht hin. Kaum verletzt, wow. Gut, dann nicht. Okay, wir speichern das Ganze mal. Wir sind ein böser Charakter, deswegen muss ich diese Episode natürlich auch wählen und habe es natürlich auch gern gewählt. Eure Gesinnung wurde 5 Punkte in Richtung Böse verstummt. Geht es überhaupt noch? Ja, böse 0. So muss das laufen. Wundervoll. So, was finden wir denn hier? Weil ich hätte ganz gerne eigentlich meinen Bären mal.
Oh, Monsterbeißhauer Stufe 6. Wieso kann ich das eigentlich jetzt machen? Oh, du bist... Ohoho, wollte gerade sagen. Kann ich nicht machen. Autsch. Ich denke ganz kurz, dass ich den Skelettkrieger beschworen habe. Toner voll, verdammter Mist. Ich muss kurz ein Monster beizaubern. Verdammter Mist! Das ist schlecht. Was war das denn jetzt gerade? Hat das mich gar nicht angegriffen. Spiel laden, Quick Save, das Ganze nochmal bitte. Ich wollte gerade einen Bären beschwören. Dachte ernsthaft, das Monster, Monsterbeizauber Stufe 6 tatsächlich jetzt einen Bären beschworen hätte. Aber ich habe jetzt einen, statt dem Bären habe ich jetzt einen Schreckenstiger. Mein neues Tier ist also ein Schreckenstiger. Sehr geil. Was, mich heilen? Habe ich gerade mich heilen gedrückt? Egal. Wie geil. So, und hier gibt es offenbar einen Krieger. Ein Skelettkrieger. Was für ein übles Vieh. Kann ich hier mal angucken. Weitere Aktionen. Ja, untersuchen. Du hast Stärke 27. Oh, ist okay. Bist nicht wahnsinnig intelligent, das ist aber egal. Trefferpunkte 120, Rüstungsklasse 18. Hast du schlechtere Rüstungsklasse als ich. Bist unbewaffnet. Angriffsbonus 20, 15, 10. Angriff, okay. 2 bis 8 plus 8. Also machst du mal wenigstens 10 Punkte Schaden jedes Mal. Du machst 3 Angriffe und jedes Mal 10 Punkte Schaden wenigstens. Wow. Zweite Handwaffe nicht zutreffend. Okay, okay, okay. Sehr interessant. Hallo? Mal gucken, was der Tiger so kann. Ja, läuft ganz gut bisher. Du greifst vor allem ziemlich schnell an, das finde ich ziemlich cool. Wirst wenig getroffen. Wirst wenig getroffen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, haben wir 123.000, 136.000. Okay, ich bin schon sehr begierig darauf, irgendwann mal die höheren Stufen zu erreichen mit Selena. Und bin auch mal sehr gespannt, was denn so die besseren Bahnlieder so bringen. Ich meine, ich habe mir dabei ein Bahnlied von, ich weiß nicht, 20 Anwendungen von Bahnlied und bin damit auch relativ gut gefahren letzter Zeit. Ist noch jemand hier? Nö. Ja, dann lass doch mal reingehen, würde ich sagen. War ja schon ein interessanter Anfang oder interessanter Empfang. Unterberg, Ebene 1, Zentrum. Okay, es soll jetzt sehr viele Fallen geben. Ich speichere jetzt schon mal. Knochen. Schwache magische Bresche, in Ordnung. Eine Fackel, die brauche ich nicht. Dankeschön. Habe ich, glaube ich, noch... Obwohl, habe ich noch im Inventar, weiß ich gar nicht. Wieso habe ich gerade einen Fackelhalter angeklickt? Habe ich überhaupt eine Fackel? Wurde mir die auch geklaut? Oh, hier wirklich keine Fackel mehr. Na gut, dann nehme ich die mal mit. Okay. Jemand verursacht sie der Bergwacht 24 Punkte Schaden. Verdammter Mist. Kann ich mich hier eigentlich regenerieren? Das kann ich. Ach, guck mal an. Ich speichere. Warte mal. Die Kreaturen, die in eure Richtung unterwegs sind, machen einen solchen Lärm, bis ihr aufwacht. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Jetzt ein Feind in der Nähe. Verdammter Mist. Okay, ich werde wieder meinen Bären beschwören. Eine Drow-Kommandoeinheit. Naja. Genau. Ich hätte gerne mal ein Bahnlied gezaubert. Das ist doch viel zu einfach. Wie schwer bist du denn? Du bist mühelos. Na gut, jetzt kriegen wir da wohl hin. Nein, 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 nein. Ich tone weg. Nieder mit euch! Lustigerweise mache ich mehr Schaden als der Bär. Nieder mit euch! Verdammter Mist! Lass mich hier raus! Autsch! Jetzt stirb halt endlich mal, verdammte Draw-Kommandoeinheit. Dankeschön. 50 Erfahrungspunkte. Können wir uns bitte mal jetzt regenerieren? Ich hätte jetzt gerne meinen Tiger wieder zurück. Der ist nämlich ein bisschen geiler. Entschuldigung, Bär, aber der ist wirklich besser. Komm, 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 komm. Okay, super. Mein Tiger ist wieder dabei. Wunderbar. So, 5%ige Patzerchance habe ich nur. Das ist in Ordnung. Da ist Charwin. Tot. Warte mal, ach, warte mal. Einmal Pfeil entschärfen. Charwin.
Guck mal, die Ratten sind wieder da. Charwin ist eine Barde, ne? Die junge Barde hat einen arroganten Blick und eine herausfordernde Körperhaltung. Sie wirkt fast so, als ob sie beleidigt wäre, wenn man sie nicht eingehend mustert. Hm, na dann. Ansprechen können wir sie nicht. Wir könnten sie zum Leben erwecken. Möchte ich aber nicht. Ich bin eigentlich ganz froh, beziehungsweise Selina Bergwacht ist sehr froh, dass ihre Gegenspielerin, mein Tagebuch wurde aktualisiert, ihre Konkurrentin praktisch gestorben ist. Sie war viel zu einfallsreich, einfallslos, sie war einfältig hier reinzurennen und einfach so für die gute Sache scheinbar blindlings ihr Leben zu opfern oder zu riskieren. Das war ziemlich dämlich. Außerdem können wir keine andere Barden gebrauchen. Wir haben hier 4 Hebel. Okay, ganz kurz. Mal kurz pausieren. Es scheint so, dass ich mich offenbar wirklich zwischen den Leuten entscheiden muss als Begleiter, die wir anfangs gesehen haben. Das heißt, ich überlege dann ernsthaft, wie ich den überhaupt mitnehmen soll. Ich müsste auf jeden Fall jemanden Bösen haben und jemanden als Nahkämpfer haben. Da sind offen gestanden nicht so wahnsinnig viele Leute da, die mir irgendwie helfen könnten. Der einzige Böse ist dieser Tommy Untergeigen. Der ist hauptsächlich gierig und ich mag ihn nicht besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich brauche auch nicht unbedingt einen Dieb. Es sei denn, um Schlösser zu knacken, aber das brauche ich hier nicht wirklich. Die können wir auch einfach aufbrechen, sage ich mal. Was eine interessante Idee wäre, dass ich Dalen Rottiger mitnehme. Der ist der einzige wirkliche Nahkämpfer, den wir jetzt wirklich gefunden haben. Und die habe ich übrigens auch mitgenommen, wenn ich das Spiel irgendwie gespielt habe. Auch schon im Hauptspiel damals als Mönch und als, was eigentlich noch? Ja, als Zwerger, als zwergischer Kämpfer oder Krieger. Ich überlege gerade weiter, Moment, wir hatten noch eine Klerikerin da, das wäre auch nicht schlecht. Ich hätte ganz gerne noch irgendwas Magisches dabei, weil ich einfach jetzt das schon ganz geil finde, jetzt, dass Leute auch noch ein bisschen mit Magie noch mit rumhantieren. Die Bahnen brauchen wir dementsprechend nicht, weil wir selber die ganzen Bahnen wieder haben, das ist Quatsch. Also ich würde Dalen Rottiger nehmen und irgendjemand Magisches, die Klerikerin wahrscheinlich, die zwar beide nicht böse sind, aber gut, dann muss ich mich wohl abfinden. Hier ein Streitkolben +3. Nett, vielen Dank. Ich brauche endlich mal wieder diese, jede Menge magische Sicherung offensichtlich. Rote Säule, gelbe Säule, grüne Säule, rote Säule. Okay, ich brauche wohl wieder mal so einen, Beutel, der mir Gewicht abnimmt. So, was haben wir eigentlich hier? Wir haben zur zweiten Ebene. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht klappt, wenn ich einfach nur diesen Hebel ziehe. Vor euch am Boden befindet sich ein großer Hebel, doch er scheint nicht zu funktionieren, weil so etwas wie ein Steuerstab fehlt. Was wollt ihr tun? Nichts offensichtlich. Das ist offenbar auch hier der Fall. Ich dachte es mir nämlich schon. Wir müssen also Steuerstäbe suchen, um hier weiterzukommen. Was ist das? Spuren. In diesem Bereich sind viele Spuren von humanoiden Wesen zu erkennen. Da zum Beispiel ist ein Drow-Plänkler. So, lieber Drow-Plänkler. Was hältst du jetzt davon? Das ist sie, welche die Walcheress sucht. Fackelt nicht lange, wer ist noch da? Ah, da sind noch ein paar andere. Ein Scharfschütze, was? Ich habe noch mehr davon auf Lager. So. Wunderbar, der Scharfschütze ist gleich tot. Der ist tot. Der Plänkler will auch gleich sterben. Der Tiger ist wirklich gut. Kritischer Treffer. Da ist ein Schreckensbär, okay, gegen den könnte man kämpfen. Ah, ein Schwert. Oh. Der Zauberbinder muss kurz mal sterben, da. Warte mal, ganz kurz. Ich stelle mich kurz mal hier hin und fluche euch nochmal an. Sehr gut. Jetzt tötet man dich kurz mal. Schwere Infanterie. Und tot ist er. Autsch. Mein Tiger ist weg. So, der Herr ist tot. Das ist schlecht. Ein Skelettanführer. Ich hole mir kurz mal einen Bären herbei. Auf, lauf, 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 lauf. Das ist doch viel zu einfach. Bär, hilf mir. Denn ich kann gegen... Oh Gott, ich kann mit meinen... Jetzt greif halt verdammt mal das Skelett an. Alter Schwede, das ist sehr ernst. Denn ich kann mit meinem Stichschaden relativ wenig gegen Skelette tun, die dagegen relativ gut resistent sind. Die brauchen eher Wuchtwaffen, wofür der Bär schon ganz gut geeignet ist. Okay, wo habe ich gespeichert? Hier habe ich gespeichert, okay. Das heißt, ich werde uns buffen und dich nicht. Genau.
Das ist noch nicht das Ende. Dann nehmen wir halt den Scharfschützen noch aufs Korn, weil du eh gerade angegriffen wirst. Und da ist noch ein Magier gewesen. Komm. Ah, da. Schwere Infanterie. Ach so, schon, ihr könnt euch alle so gut tarnen. Ihr kleinen Schlawiner. Alter Schwede, das war ganz schön eklig. So, ich stech mich kurz mal hier hin und verfluche auch dich. Genau. Viel mehr Schaden. Zauberbinder ist tot. Und da ist noch jemand. Ein Schreckensbär. Die können wir relativ schnell töten, denke ich mal. Alter Schwede, was machen wir für einen Schaden? Deine Geschwindigkeit. So. Wo ist er denn? Da ist er. Hallo. Okay, heilt sich. Tiger, komm ruhig mal mit. Machst du einen lustigen Zauber da hinten? Irgendwann wirst du schon wieder... Ganz ehrlich. So. Ich habe 50 Erfahrungspunkte für die Ratte bekommen. Okay. So, mein Tiger ist schwer verwundet. Das ist nicht so geil. Ich speichere mal kurz zwischendurch tatsächlich. Mache ich eigentlich normalerweise eher ungern. Ihr mit eurer blöden Tarnung. Bahnlied. Komm. Ich muss leider diesen Skelettanführer töten, weil ich das nicht kaum kann. Läuft aber ganz gut. Sehr, sehr schön. So, wo bist du denn, blöder Zauberer? Bist du hier irgendwie in der Ecke? Ja, bist du? Oh ja, sehr gut. Oh, du bist wieder sichtbar. Das ist ganz schlecht für dich. Das ist ganz schlecht für dich. Du bist gleich tot. Sehr gut. So, wie viele Bolzen habe ich verbraucht mittlerweile? 45. Oh, normale Bolzen sind das nur. Meine schwere Armbrust ist ziemlich gut. Ganz fantastisch. Okay. Ich werde ganz kurz nochmal hier alles looten, ob ich dann noch regenerieren. Und dann werde ich die Folge beenden. So wird das, glaube ich, sein. Erstmal hier nach Fallen. Besuchen. Oh ja. Oh ja, meine Fallenschärfungszauber sind gegen diesen Dungeon ganz hervorragend aufgehoben. Damit hatte ich früher meine liebe Mühe und Not, weil ich damals, glaube ich, keinen Dieb dabei hatte. Und auch keine Ahnung von diesen ganzen Fallenkram. Also ich konnte es nicht sehen, ich bin einfach nur reingetappt. Was teilweise ganz schön übel war. Bärenstärke habe ich und Topas. Vielen Dank. Der Tiger fällt mir sehr gut. So, wir haben eine nicht infizierte Rüstung. Lederrüstung plus 3. Kann ich noch tragen bestimmt. Guck mal. Und ein Langschwert plus 3. Wieso mache ich mir Festigung? Ach, ist egal. Kann ich nehmen. Weihwasser, Aventurin, Klarheit und Unsichtbarkeit. Ich mühe mich jetzt schon wieder zu mit Gewicht. Das sehe ich doch jetzt schon. So, war hier vorne noch irgendwas? Genau, da lag noch was. So. Was finden wir? Einen nicht infizierten Helm. Vergrößerungsbrille. Dieser Helm ist eindeutig ihr latanesischer Herkunft und wird von den dortigen Metallurgen bei ihrer Arbeit verwendet. Er ist so konstruiert, dass man da mittels eines komplexen Systems mehrere Linsen vor die Augen klappen kann, wodurch die Nahe sich dramatisch verbessert wird. Auf diesem Wege kann man selbst die kleinsten Risse, Sprünge, Einschlüsse und Ungenauigkeiten im Metall erkennen. Die latanesischen Archäologen schätzen derartige Helme bei ihrer Arbeit, vor allem wenn sie mit experimentellen Geräten hantieren. Die Helme erhöhen nicht nur die Präzision der Arbeit, sondern verhindern auch Unfälle. Besondere, Samenkunde plus 5 und Suchen plus 5, das ist ziemlich cool. Nehme ich mal mit. Und ich würde sagen, wir werden uns hier ausruhen, hoffen, dass wir nicht angegriffen werden in der Zwischenzeit. Ja, läuft. Neuer Tiger. Ach, dass 19 von 20 Zaubern einfach so gezaubert werden, ohne dass es Patzer gibt, ist schon ziemlich geil. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.